Es ist ein Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich einfach nicht weiter gewusst habe. Da habe ich geträumt, dass alles so in einem Strom in sich ineinander geht. Mein ganzes Leben verfloss ineinander. Und ich befand mich an einem ganz dunklen Ort. Und da kam ich nicht raus. Und plötzlich war das Bedürfnis einfach da. Ich muss zum Theater, ich muss den Weg zum Theater finden. Und ich habe ihn nicht gefunden. Es war so ganz komisch. Die Häuser sind enger geworden, die Straßen wurden kleiner. Und plötzlich waren auch ganz andere Straßen da, die ich überhaupt nicht kannte. Und dann kam so eine Brücke. Unter dieser Brücke habe ich einen Mann gesehen, der mich die ganze Zeit angeguckt hat. Er hatte einen schwarzen Turban auf dem Kopf und meiner Meinung nach muss er aus Indien gestammt haben. Und es hat mich irgendwas dahin gezogen und er ist auf mich zugekommen, hat meine Hand genommen und gesagt, I know that deep in your side you are very sad, but outside you are very happy. Und ich fand es irgendwie lustig, wie der sprach. Und da hat mich an der Hand genommen und hat gesagt, er will mir die Zukunft voraussagen. Und es ging alles so schnell, so blitzschnell. Ich bin da einfach mitgegangen. Normalerweise gehe ich nicht mit fremden Männern mit. Und wir haben uns hingesetzt und dann hat er mir in die Augen geguckt und gesagt, It's a science from God to me, to you. Und er hat meine Hände angeschaut und mir ganz erstaunliche Dinge gesagt, die keiner wissen kann, über meine Vergangenheit, über meine Zukunft. Und plötzlich war die Dunkelheit, der Nebel, der verschwand. Die Straßen wurden wieder breiter, die Häuser gingen wieder auseinander, die Straßen waren mir wieder bekannt. Und ich habe einfach gefühlt, es wird alles gut, es wird alles gut. Und plötzlich war der Inder weg, aber das Theater war hier. Und ich konnte zu meiner Vorstellung und war pünktlich in der Maske.